Herzlich willkommen zur Statistik Grundlagen zu einer kurzen Übungsaufgabe zum Thema Varianz und Standardabweichung. Wir haben im vorigen Video von zwei Bürgern bereits diese Werte betrachtet, nämlich fünf Bewertungen, und haben jeweils den Mittelwert berechnet. In diesem Video wollen wir nun die Varianz und die Standardabweichung berechnen für den Super Tasty Burger. Man sieht hier die einzelnen Werte 2, minus 2, minus 1, 1, 0. Und der Mittelwert aus diesen Werten, wie gesagt, im letzten Video rechnet arithmetisches Mittel, ist genau 0. Zur Wiederholung nochmal die Formel für die Standardabweichung. Das sieht man hier, das ist immer der tatsächliche Wert, das sind diese blauen, minus den Mittelwert, minus x², das ist dieser Wert hier, zum Quadrat aufsummiert und durch n geteilt, n ist gleich 5 in unserem Beispiel. Also rechnen wir das schnell. Wir sagen, s² ist gleich, wir haben unten die 5, die steht fest, die können wir schon mal hinschreiben. Und oben das Summenzeichen ersetzen wir jetzt durch die 5 einzelnen Berechnungen. Das heißt, wir nehmen den ersten Wert hier oben, 2, minus den Mittelwert ist 0, zum Quadrat. Plus, das sagt ja das Summenzeichen, die nächste Paarung ist minus 2, minus 0, zum Quadrat. Plus, minus 1 hier oben, minus 1, minus 0, zum Quadrat. Plus, ich mache es mal ein bisschen länger, 1 minus 0 zum Quadrat. Und dann haben wir hinten noch 0 minus 0, das bleibt natürlich 0, aber wir schreiben es der Vollständigkeit halber noch hin. Und dann haben wir unsere Rechnung für die Varianz für s². Das können wir jetzt noch ausrechnen, s² ist gleich, und ich mache hier mal einen kürzeren Strich, 2 minus 0 ist 2 zum Quadrat, plus minus 2, minus 0 bleibt minus 2 zum Quadrat, plus minus 1 zum Quadrat, plus 1 zum Quadrat, plus 0, das kann man auch weglassen. Was man hier schon sieht ist, man muss sehr genau mit den Vorzeichen arbeiten, sonst hat man sehr schnell einen Fehler. Unten steht natürlich wieder 5. Was bedeutet das jetzt? S² ist gleich 4 plus, und das ist eben auch 4, nämlich minus 2 zum Quadrat gibt auch 4, plus minus 1 zum Quadrat gibt 1, plus nochmal 1, also oben steht 10, unten 5, 10 durch 5 oder auch 2. Das heißt, die Varianz in diesem Fall ist 2. Und was ist jetzt die Standardabweichung? Das ist ja ganz einfach, das ist die Wurzel daraus. Das heißt, S, die Standardabweichung ist Wurzel aus 2 oder ungefähr 1,41. Vielen Dank fürs Zuhören.